dann so. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu diesem Tag hier, den wir jetzt schon das zweite Jahr in einer neuen Tradition machen, nämlich ohne, dass wir hier irgendwelche Versuchsfelder besuchen können. Hier in der direkten Umgebung ist es zwar nicht so, dass Mecklenburg-Vorpommern Gentechnik frei ist. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass hier ein paar Pferde mit gentechnisch veränderten Innereien, kleinen Wesen, die in denen rumhüpfen, noch in Mecklenburg-Vorpommern sind. Es ist voraussichtlich der einzige Versuch in Deutschland. Nach allem, was wir wissen, wir gucken ziemlich genau hin, gibt es nirgendwo Vorbereitungen auf ein Feld. Das heißt, wir haben wahrscheinlich nach vielen, vielen Jahren die erste gentechnikpflanzenanbaufreie Saison in Deutschland. Und wir wissen aber noch nicht, ob wir ein Gentechnikpflanzen, das muss ich jetzt immer sagen, wenn ich einen Pferdeversuch, pflanzenfreies Jahr haben. Es gibt einen Winterweizenversuch, der käme dann ungefähr im November oder so etwas. Die suchen voraussichtlich händeringend nach einem Standort. Das ist nicht mehr so einfach geworden in Deutschland, Standorte für Genversuchsfelder zu finden. Und das war ja so ein bisschen die Idee, hier heute einzuladen, um das noch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil vielleicht haben viele von euch, kenne ich ja auch inzwischen ganz gut, und wir haben vieles mitgekriegt, aber vielleicht noch nicht alle Einzelheiten, dass wir so ein bisschen mal die Geschichte nachzeichnen. Was eigentlich Spannendes passiert ist, dass dieser Standort auch weggefallen ist. Er war der wichtigste Versuchsstandort in Deutschland und sie können ihn nicht mehr nutzen. Und das ist schon das Ergebnis auch einer jahrelangen Auseinandersetzung auf ganz unterschiedlichen Aktionsformen. Und wir wollten das so ein bisschen nachzeichnen und auch Leute einladen, die damals Akteurinnen und Akteure waren, dass sie das einfach selber erzählen, vielleicht auch so die ein oder andere interessante Anekdote. Und ich habe ein paar Menschen eingeladen, dass sie jetzt nach vorne kommen. Aber falls jetzt hier Leute im Saal sitzen, die ich nicht berücksichtigt habe, weil ich natürlich nicht genau weiß, was ihr alles so gemacht habt, und wenn ihr Lust habt, irgendein Detail dazu zu erzählen, dann kommt ihr einfach mit nach vorne. Das bezieht sich natürlich erstmal nur auf die Sachen, die man erzählen kann. Denn wie wahrscheinlich die meisten auch wissen, gehörte zu diesen Aktionen auch immer eine Art von militanten Widerstand, über den wir hier auch alle nichts wissen, oder wer doch was weiß, ist gut beraten, so zu tun, als wüsste er oder sie davon nichts. Ein Gesprächspartnerinnen-Team habe ich allerdings hier, die will ich dann doch dazu befragen, die immer unfreiwillig davon mitkriegen, wenn da was ist. Aber anfangen will ich möglichst weit vorne, wie sich hier örtlicher Protest entwickelte, eine Zeit, wo ich hier auch noch gar nicht aktiv war. Also da werde ich jetzt wahrscheinlich am meisten auch Neues erleben. Und das begann ja auch sehr stark hiermit, wo wir heute auch wieder eingeladen sind. Vielen Dank im Übrigen dafür. Das wird noch viel besser, kann ich sagen. Wir machen nach ein paar Runden eine kleine Pause. Das wird sehr lecker, weil hier bei Biofrisch zu sein, hat einfach eine Vielzahl von Vorteilen. Ja, ich will als erstes zwei Menschen nach vorne bitten, nämlich dich und dich, und ihr sagt vielleicht dann einfach selber mal ein bisschen was, was ihr mit dem Anfängen hier örtlich zu tun habt, wie das alles losging. Ich war überhaupt nicht dabei und vielleicht habt ihr Lust, auch noch so ein bisschen näher so ranzukommen, zusammenstehen und ein bisschen miteinander reden, dass ihr erzählen könnt, wie das war. Ich habe vorhin schon gesehen, du hast eine Menge von Unterlagen aus dieser ersten Zeit mitgebracht. Vielleicht kann man die noch, vielleicht die können die auch rumgehen oder so etwas. Vielleicht auch aus einer Zeit, wo die meisten noch gar nicht mitgekriegt haben, dass hier was mit Gentechnik war. Sicher? Ja. Also ich habe am 22.02.06... Magst du mir kurz noch sagen, wer du bist? Achso, ich heiße Constanze Kampf und ich wohne da drüben. Ja. So, und da gab es einen Artikel in der Ostsee-Zeitung und in dem stand am Ende drin, also es ging über Genraps, dass eben kein Interesse an den Unterlagen bestünde und dass man noch bis Ende Februar, also der Artikel am 22. Einspruch erheben könnte. Und jetzt müssten wir eigentlich dem Herrn Thomas Sternberg... Welches Jahr war das? 6. 2006. 6. Und diesem Herrn Thomas Sternberg Dankeschön sagen, weil ohne seinen Artikel, ne, wäre ich nicht ins Amt nach Sahnitz gerannt und wäre da die Erste gewesen, die sich überhaupt für diese Unterlagen interessiert hat. Dann war der Einsendeschluss für den Widerspruch, den man hätte machen können, der 27.03. Da habe ich dann bis dahin 93 Unterschriften beieinander gehabt und habe dann also den Widerspruch eingereicht beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Das ging dann über Sahnitz. So. Und dann hat mein Mann da hinten in der Wiese hinter eurem Grundstück, ganz in der Ecke, ein Stück Grünland, und da hat der Landwirt, der dort eigentlich hauptsächlich arbeitet,
hat kurzerhand gesagt, okay, machen wir. Es ging ja um Raps. Und dieses Stück Grünland war innerhalb dieser 3-Kilometer-Zone zu dem Versuchsfeld. Und ich hatte also Einsicht nehmen, ist eine spannende Sache. Ich bin nicht so medial unterwegs. Herr Strauß meinte, du hättest einfach mal fotografieren können, aber so Handyfoto und sowas alles habe ich nicht und Digicam damals auch noch nicht. Und dann habe ich das abgemalt an der 110 und bla, wo das ist. Und dann habe ich mir das ausgerechnet zu Hause auf der Karte und es war innerhalb dieser 3-Kilometer-Zone unser Stückchen Grünland. Peter hat dann Forsch seinen Trecker zur Verfügung gestellt und die sind dann da mit dem Raps rummarschiert. Aber das ist erst ein bisschen später, also zur Aussaatzeit gewesen. Und dann kommt aber hier vorher noch, am 15. Juli, das war nämlich das erste Treffen dann hier, diesen Film. Da haben wir gesagt, wir machen was zusammen. Biofrisch stellt die Scheune zur Verfügung. Die Gemeinde in Sahnitz hat den Beamer und so diese ganzen technischen Geräte zur Verfügung gestellt. Und wir haben diesen Film Leben außer Kontrolle besorgt. Die städtische Gemeinde oder die Kirchengemeinde? Nein, die Kirchengemeinde. Das hätte mich auch gewundert. Das andere war ja Herr Hünicke, der ist ja Experte und Befürworter der Gentechnik. Aber wäre fair gewesen, also den Gentechnikgegnern das Haus und das Grundstück und euch den Beamer. Ja, nee, also das mit dem Pastor Voss muss ich sagen, der ist ja auch nicht da. Ich habe also seine Frau noch gefragt, die können beide gar nicht. Der war damals genau 2 Wochen Pastor in Sahnitz und da habe ich bildlich erlebt, was es bedeutet, eine offene Tür einzurennen. Ich kannte ihn noch nicht, weil er eben erst 2 Wochen da war und ich bin also entrüstet von dieser Gemeinde zum Pastor gerast und habe gedacht, ich kenne dich nicht, aber ich renne dir jetzt die Tür ein. Und er so gleich, ja klar, wir haben Beamer, dann machen wir. Ne? Und das war dann am 15. Juli. Und dann hat sich das entwickelt, ich weiß nicht, ob das die erste Sitzung war, Sonntag, der 20. August, Biolandscheune. Ob danach die BE... Kann man da noch rumgehen? Oder ja, klar. Ist das alles so, dass kann du Angst hättest? Der Film war vorher. Der Film war am 15. Juli. Genau, das war ja das erste Treffen hier in der Scheune. Und da gab es den Film und danach saßen eben einige Leute entrüstet zusammen und ja, wir müssen was tun, was kann man denn tun? Und irgendwie ging das aber doch so ein bisschen in Ratlosigkeit auseinander und ich glaube, viel mehr als Adressen austauschen war dann erstmal noch nicht. Wann waren denn die Spaziergänge? Das kam dann danach in Gang. Das muss im Spätsommer dann gewesen sein. Das wird wohl so um die Zeit gewesen sein. Genau. Im August und dann in den September rein, denke ich. Spaziergänge an dem Feld dann? Nein, das gab dann... An der Straße, an der 110 entlang. Okay. Weil in zum Richtung? Feld, das war ja hochsicherheitsbewacht. Ja, also das war damals schon hochsicherheitsbewacht und die Spaziergänge waren auch sehr hochsicherheitsbegleitet, ja. Und Zäune auch, oder? Da waren so kleine Schlabberzäunchen und ich bin ehrlich gesagt aus Protestgründen dran vorbeigeritten und habe dann gesagt, Leute, guckt euch meine Spuren an, ich kann da durch. Ja, weil mit dem Pferd, ne, komme ich auch durch das Rastfeld. Die waren ja damals noch auf Gemeindegebiet Sahnitz, die Versuchsfelder. Ne? Wo lag die Fläche damals? Wenn man von hier nach Sagerheidefeld links. Aber noch vor dem Kuhstall, ne? Hinter der Straße. Ja, vorne an der Straße. Vorne an der Straße. War später das Kartoffelfeld. Ja. Ich glaube, das ist alles, was ich mitgekriegt habe. Ich meine, also irgendwann mal gab es ein Rapsfeld. Das war da, wo die Stromleitung durchgeht. Zwischen Klein-Lüsewitz und der Straße. Ja, genau, da, wo die Stromleitung drüber geht. Da war es. Vom Rapsfeld. Ja, genau. So. War das zwischen Pfaffkuhstall und der B110? Ja, genau. Ja, dann später die Kartoffeln auch waren. Genau. Ne? Da stand auch damals ja so Wärterhäuschen. Ja, genau. Und der stand vorne an der Straße, um alle abzufangen, die an der Straße waren. Und mein Argument war eben dann auch irgendwann, dass ich gesagt habe, also Leute, hier, da mit dem Pferd kommt jeder von hinten ran, das kann jeder. Ne? Das, also da müsste man nur irgendwo den Hänger aufklappen und aufsitzen. So, das war also mein Teil. Und ja, mein Mann hat noch diese Spaziergänge angemeldet. Ich glaube, es waren nur 3. Ja, ich glaube auch, es waren nur 3 Spaziergänge. Ja, wir haben keine Demo angemeldet, weil die hätten wir nicht genehmigt bekommen oder was auch immer. Wir haben gesagt, wir machen die Spaziergänge. Es waren auch nicht so schrecklich viele Menschen dabei. 25, 30, so mehr nicht, ne? Ja. Ja, waren das Leute schon hier aus der Region eher oder kamen die aus Rostock? Oder? Vielleicht auch hier aus der Region. Und auch aus Rostock. Genau. Also es gab auch von vornherein innerhalb der BI oder der Leute, die hier saßen, da waren natürlich auch viele Leute aus unserem Kundenkreis irgendwie
aufmerksam geworden und da kamen dann auch einige aus Rostock und nicht nur jetzt hier direkt ums Genfeld rum. Habt ihr da auch schon ordentlich mobilisiert? Ich habe das ja später selber erlebt, wie wertvoll das ist, auch mit euch zu kooperieren, weil ihr diese Chance habt auf den Märkten und hier im Laden und so, ja, wir hatten einfach, Leute zu erreichen. Ja, wir hatten einfach die Möglichkeit, so ein bisschen quasi Sprachrohr, ja, genau, in vielleicht auch eine besonders sensible Bereich der Bevölkerung zu sein. Ich würde auch meinen, dass ungefähr die Hälfte der Unterschriften hier, ja, im Laden, ja, die Unterschriften entstanden hier im Laden und irgendwie so, die Kundschaft, die hier kommt, die sind relativ sensibel für solche, ja, Themen. Und, nicht umsonst sind wir ja auch hier mit eingestiegen und haben auch gleich gesagt, ja, das soll hier gerne stattfinden, die Räumlichkeiten haben wir. Weil mit Ökolandbau, was wir hier vertreten, ist das eben komplett konträr und das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Nee, ich fand das eigentlich immer ein schönes Beispiel auch, wenn je mehr unterschiedliche Akteure oder Akteurinnen auch zusammenkommen, dass man ungemein viel mehr Handlungsmöglichkeiten hat, ne? Dass vor Ort ein Widerstand entsteht, dass dann ihr dabei wart und verteilen konnte, andere haben die Felder umgemacht oder was auch immer und es entstand so eine Buntheit, die ich immer sehr faszinierend fand, weil so ganz unterschiedliche Möglichkeiten waren. Ich meine, ich fand auch die Möglichkeit, da hinten diesen Raps auszusehen und auf dieser Grundlage dann gegen Monsanto klagen zu können, was wir übrigens mit Greenpeace zusammen dann gemacht haben. Ihr habt auch ausgesät, habt ihr mit jemandem zusammengeklagt oder alleine? Ja, nee, das heißt zwar Klage, aber es ist ja nicht so eine Klage wie die Ehe. Bei uns war es eine richtige Klage. Genau. Und das war einfach nicht eine Arbeitungsklage, ja. Das ist eine symbolische Klage, das ist eine Anfangung. Ja. Ja. Nee. Aber wir haben so einen ähnlichen Fall mit der Gerste dann hier bei euch im Grundstück gehabt. Bei uns war es der Raps, also da hinten dieses Stück Feld, was eben in der 3-Kilometer-Zone war. Und diese Klage, die wurde also richtig übelst verschleppt, ganz bewusst. Ne? Diese 3-Kilometer-Zone gilt immer oder nur bei Raps? Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde das sehr spannend, weil Raps ist ja eine Bienenpflanze. 6 Kilometer, die Pollen, ja, und theoretisch. Und das ist eine Bienenpflanze und die Biene fliegt schon durchschnittlich 6 Kilometer, ja, sodass es also eine ziemlich seltsame Idee ist. Was ist das Ende der Klage? Dass es verschleppt wurde. Also die Klage war erst in Köln. Ich weiß nicht warum, weil was weiß ich. Monsanto ist Düsseldorf, das könnte. Monsanto sitzt in Düsseldorf, wenn das ein Monsanto-Feld war. Es war ein Monsanto-Feld oder es war eine Klage gegen Monsanto und ich war ja nicht dabei. Also, und mein Mann ist jetzt heute nicht da, aber er ist hingefahren und hat gesagt, er mit dem Menschen von Greenpeace, also dem Anwalt von Greenpeace, die waren zu zweit Hanselin und auf der anderen Seite saßen 6 Anwälte. Und dann wurde das Ganze dann. Ja, das wird hier nicht weiter bearbeitet und dann wurde das nach Hannover oder nach Braunschweig oder irgendwo hin Braunschweig hinverlegt. Da liegt die Genehmigungsbehörde. Genau, und dann hat eben Greenpeace, die Klage im Prinzip ja getragen haben gesagt, das lohnt nicht, das weiter zu verfolgen. Ja? Naja, ich meine, die müssen einfach auch abwägen, das kann dann sozusagen. Aber es sind ja klare juristische Fakten, die da auf dem Tisch liegen. Der Abstand ist nicht eingehalten. Aber das ist ja nicht, die Vorschrift ist nicht, dass man den Abstand nicht einhalten, dass man den einhalten muss, sondern innerhalb dieser Zone sind die Leute überhaupt nur klageberechtigt. Genau, und dann muss man nachgenau, und das gelingt nicht vor deutschen Gerichten. Was wir da mit Peter mal eben schnell erstellt haben, können wir nicht irgendwie uns einen großen wirtschaftlichen Schaden nachweisen. Ne? Also war die Antwort vom BVL sicher, dass ihr dann zivilrechtliche Schadensersatzansprüche stellen könnt? Das müssten wir jetzt den Markus fragen. Das weiß ich jetzt nicht. Und ich habe ihn am Sonntag noch gefragt, ob er mir den Ordner rauslegen kann. Und dann ist das irgendwie untergegangen. Sorry, ja. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich hier irgendwie vorne stehe. Nee, aber es ist eine gute Idee gewesen. Ja? Ja, gut. Es wurde, soweit ich weiß, zu den Akten gelegt, weil die Aussicht auf Gewinn des Prozesses so gegen Null war und all das auch alles so verschleppt war. Also, dass das dann nach Braunschweig gegangen war und so dann fallen gelassen wurde, das war dann Ende 2007 oder noch später, vielleicht sogar 2008. Ja. Also das ist üblich, also es wird eigentlich immer in Braunschweig verhandelt, weil da ist der Hauptsitz von der Genehmigungsbehörde Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Bitte? Sind aber nicht Betreiber. Nein, aber du klagst nicht gegen den Betreiber, sondern gegen die Genehmigungsbehörde, weil das, was man, jede Firma hat natürlich das Recht, einen Genehmigungsantrag zu stellen und du klagst dagegen, dass es genehmigt worden ist. Und wir verlieren diese Klagen, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht, immer deshalb,
weil die Behörden haben so eine Art Expertenkommission, die Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit. Und da sitzen so viele Doktor- und Professortitel zusammen, dass das Gericht sagt, dass Gegengutachten nicht zugelassen werden, weil das sei schon die Expertise. Wir haben die mal genauer überprüft. Da sitzen zur Hälfte Versuchsleiter und Versuchsleiterinnen drin, die sich gegenseitig ihre Versuche durchstimmen. Aber man kann in Deutschland gegen ein deutsches Genfeld nicht gewinnen, weil die immer sagen, die haben geprüft, ob das gefährlich ist und haben herausgefunden, es ist nicht gefährlich, endet das, muss ich sagen. Also zu diesen Gremiensitzern vielleicht ein kleines Bonbon. Ich habe eine Cousine, die das studiert hat und die möchte auch nicht, dass ich ihren Namen sage, die sitzt in solchen Gremien und die hat mich sehr gut beraten. Super. Weil, die ist da sozusagen Maulwurf und deswegen darf ich auch ihren Namen nicht sagen. Das sollte man dann auch nicht. Genau, das sollte man ganz gut bleiben. Da wir ja nicht nur die guten Sachen berichten wollen, irgendwann ist es mit der BI so ein bisschen eingeschlafen, ne? Oder? Ja, also das. Also ich das bin kann ausgestiegen, sein. Wie ich dann ein Baby hatte. Ich bin dann, ja, dann hatte ich halt Säugling. Also diese Feldspaziergänge, das war irgendwie noch so eine sichtbare Aktivität. Ich glaube, es war dann nochmal, gab auch nochmal so Infostände in der Stadt irgendwie auf dem Uniplatz, in der Fußgängerzone, wenn ich mich da richtig erinnere. Und das waren so Aktivitäten, die von der BI ausgingen, so, dass eben einfach das in der Öffentlichkeit versucht wurde, das ein bisschen publik zu machen und in die Breite zu tragen. War das die Bürgerinitiative Rostock oder Teschendorf oder wie hieß das oder wozu? Sahnitz, wie hieß der nicht? Sahnitz? Das habe ich irgendwann mal als Begriff gehört. So. Rostocker Land. Bürgerinitiative Rostocker Land. Rostocker Land, Gentechnik frei oder irgendwie sowas? Ach so, das kann sein. Ja. Ich glaube, Gentechnik frei war da irgendwie noch mit dran. Ja, gentechnikfreie Regionen Rostocker Land. Achso, steht da drauf. Ja, super. Aber wir müssen noch mal daran erinnern, dass wir 2009 von der BI Unterstützung gekriegt haben bei der Anlage des Gerstenfeldes. Ja, das war sozusagen das Letzte und dann ist es an euch übergegangen. Ne? Das hätte mich weitergemacht. Ja, gut, da kommen wir. Optimaler Übergang. Also ein Applaus für die Leute der ersten Stunde. Weil alle anderen profitieren ja davon. Auch wenn etwas einschläft, lässt sich das ja so machen. Jetzt kommt ein Logikbruch, denn diese Felder, die da entstanden 2006, entstanden ja, weil es das Agrobiotechnikum schon gab. Also diese wichtigste Gentechnik-Gründerzentrum gab es zu dem Zeitpunkt. Und aus deren Sicht wichtigste, ja, also das muss man natürlich präzise ausdrücken, also aus deren Sicht wichtigste Versuchsstandort, das war ja ein Projekt, was halt schon vorher sich überlegt wurde und dann 2004, 2005 gebaut wurde. Und da springe ich jetzt nochmal zurück und bitte den Burkhard Rohloff nach vorne, der nämlich um diese Zeit ungefähr beim BUND eingestiegen ist. Und hier darf ich mal was, hallo, darf ich was ganz Böses sagen? Der einzige Nutznießer der Gentechnik hier zwischen uns ist, weil das seinen Job sichert. Und du hattest schon etwas mit dem Agrobiotechnikum zu tun. Du warst schon in der Phase mit dem Agrobiotechnikum, als das entstand, dabei und hast das mitgekriegt. Ja, ich habe es in der Zeitung gelesen, dass das Agrobiotechnikum gebaut werden sollte und ich habe mir die Zahl gemerkt für 9,4 Millionen Euro mit Einrichtungen und unser Land war damals auch schon arm und interessant ist für die Nicht-Eingeweihten, dass es eben die rot-rote Regierung war, die dieses Agrobiotechnikum finanziert hat, also SPD und die Linken. Das heißt, unser damaliger Umweltminister hat sich dafür eingesetzt, dass eben ein wissenschaftliches Zentrum Agrobiotechnikum entsteht. Ja, ich finde, hier müssten wir nochmal, damit es chronologisch wird, nochmal was hinzufügen. Ich möchte gerne Mach das ruhig, weil es gab die Gründung der ersten gentechnikfreien Region war im Herbst 2003, das muss man einfach hier nochmal sagen. Und dann kamen die BIs und dann kamen die anderen gentechnikfreien Regionen, die ich dann versucht habe zu koordinieren. Und zwar ist das in der Wabe Recknitz gewesen, das müssen wir einfach Chronologie einfach mal sagen, 2003. Und das waren 10.000 Hektar, das war also ein Paukenschlag. Es war auch ein Politikum natürlich, weil das Gentechnikgesetz von Renate Künast kam nicht.
niemand wusste, was Koexistenzregeln sind. Und der Mais kam, also der Genmais Mohn 810, war in der Pipeline. Und dieser Erprobungsanbau, den gab es auch schon. Ich habe nochmal nachgeguckt zuerst. Also es gab Erprobungsanbau. Und das war so ein klammheimlicher Anbau von Genmais, ohne dass Genmais überhaupt zugelassen war. Und das waren jedes Jahr mehr Hektar. Und mir ist noch eine Episode eingefallen. Und zwar haben die, wir haben dagegen Presse gemacht, dass es Erprobungsanbau ist und dass das klammheimlich ist und nicht, ist ja nicht gesetzt, nicht zugelassen. Und dann hat das Landwirtschaftsministerium morgens um 10 in Ramin, das ist also der letzte Ort in Vorpommern, eine Veranstaltung anberaumt mit Backhaus und Bröhr. Und da gab es die A20 aber noch nicht. Jedenfalls sind wir eine Stunde zu spät gekommen. Und, kennen die alle die Namen? Also Ramin Backhaus, Bohr oder so etwas? Also Backhaus ist unser Landwirtschaftsminister, okay. Und Frau Professor Bohr ist die Uni-Professorin für Agrobiotechnik bzw. Risikoforschung. Und jedenfalls wurden Vorträge gehalten, wir kamen eine Stunde zu spät. Und der Höhepunkt der Veranstaltung war, dass unser kleiner Landwirtschaftsminister mit dem Maishäcksler den Versuch anschnitt. Ja, muss ich mal vorstellen, also eine ganz gespannte Situation, oben Hubschrauber. Polizeikontrollen, weil sie dachten, die Busse aus Hamburg kommen. Ja, morgens um 10 und dann waren wir zu zweit da und die Hubschrauber haben nichts genutzt und Backhaus mit dem Häcksler, also wer weiß, wie so ein Häcksler ist, ne? Der klettert auf so einen Häcksler und schneidet diesen Versuch an. Ja? Also fährt diesen Häcksler. Und na, also das ist so. Feldbefreier der ersten Stunde. Ja, gut. Ja, was wir versucht haben vom BUND aus, also der Joke, also ich gebe gerne ab. Also ich gebe sehr gerne das Thema ab, wenn ich das nicht machen müsste. Also meine Lebenskraft setze ich lieber für etwas ein als gegen etwas. Mir ist schon klar. Das muss ich auch nochmal sagen, weil ich reiß mich nicht um das Thema. Wir haben aber angefangen, Informationen zu verbreiten über Gentechnik. Die meisten Menschen hatten ja keine Ahnung. Die wussten ja gar nicht, worüber wir reden. Ich erstmals auch nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht, was Koexistenz ist und was überhaupt diese ganzen Fachausdrücke, die waren ja auch ein bisschen schlau, die haben ja nur die Fachausdrücke benutzt, um den Einzelnen zu verwirren. Und da haben wir Veranstaltungen gemacht, ich zeige das mal hier so hoch, aus der Trickkiste hier. Wir haben 2004 mal die erste Tagung gemacht, da haben wir noch eine Frage gestellt. Wozu Gentechnik in der Landwirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern? Also wir haben auch eine Frage gestellt. Wir haben alle sprechen lassen, die dafür waren und dagegen. Kirche, Imker, Bröhr hat gesprochen und das war interessant. Das war 6, ja, ich muss mich noch mal... Ja. 6, ja? 2004 war das. 2004. Ach, ja, dann haben wir Flyer gemacht, Agrogentechnik, genau. Agrogentechnik und Genfood. Also einfach für Verbraucher. Was ist Gentechnik? Was sind die Risiken? Was kann man machen? Wo kann man sich informieren? Bis hin zu Tiernahrung, dass da damals schon Gensoja in Tiernahrung war. Wusste auch keiner, haben wir erstmal geguckt. Ne? Konnte man scouten bei Greenpeace. Dann habe ich die ganzen 20-Kilo-Tüten im Baumarkt umgedreht und dann war überall Gensoja ausgewiesen. Ne? Und dann gentechnikfreie Region. Und dann haben wir uns regelmäßig getroffen, immer in Dahlwitz mit den gentechnikfreien Regionen, immer im März, weil Dahlwitz wurde die erste gentechnikfreie Region gegründet. Und da treffen wir uns dann immer einmal im Jahr und zur Vernetzung der Region. Wir sind jetzt bei 13 Regionen mit 135.000 Hektar. Und ich informiere die und vernetze die und wie gesagt, dieses eine Treffen. Was ganz Schönes, mit denen gehe ich immer noch hausieren, 2006 gab es einen Film, Die Grenze des Erlaubten von Sabine Hellmann. Ein ganz schöner Film, 60-Minuten-Film, kann man sich bei uns ausleihen. Gerade für junge Leute, so trashige Musik. Und alle, die für Gentechnik sind dagegen, außer ich, sind da drin. Das ist der Nachteil von dem Film. Ja, und dann für Rostock, ich wohne hier bei Rostock auf dem Dorf, habe ich versucht, Veranstaltungen zu organisieren, um einen anderen Geist in dieser Uni-Stadt zu bekommen. Also nicht Bröhr und Gentechnik, sondern wer war hier? Percy Schmeiser war hier und in Rostock und in Schwerin. Danach sind wir noch nach Schelzhagen viermal gefahren, dann über Mittag haben wir noch eine Veranstaltung gemacht mit Percy Schmeiser in Schelzhagen, also Nordwestmecklenburg. Das war auch schön. Dann war hier dieses Plakat, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, die Agrarfakultät wollte es nicht haben. Da sind wir zur
Sozialwissenschaftlichen Fakultät gegangen. Ihr hattet da schon eine Abklärung, ne? Dass ihr das eigentlich machen könnt? Oder wie? Nein, nein, ich habe über AStA das versucht, also ja. Über die Studenten. Und dann hat Frau Brüher Einspruch erhoben bei Mohr, das ist der Dekan. Und da haben die gesagt, nein, aus den Gründen, dass die einseitige Berichterstattung durften wir nicht an der Agrar- und Umweltfakultät sein. Und dann waren wir im Sozialwissenschaftlichen auch schön. Also das haben die ja später dann, ich habe das ja auch zweimal erlebt, ich bin auch zweimal abgelehnt worden als Referent, durfte gar nicht an der Uni, also sie haben dann richtig Wachschütze dahingestellt und so etwas. Und die Begründung war auch, an der Universität dürfen keine einseitigen Veranstaltungen gemacht werden. Da habe ich immer gedacht, da können die nicht mehr viele Vorlesungen machen. Also Inge Brüher hält da mit Sicherheit jeden Tag irgendwelche einseitigen Veranstaltungen. Das ist erlaubt, aber ja, die anderen Sachen nicht haben. Quasi schmeißt das ja nicht irgendjemand. Alternativer genau. Nobelpreis, der darf da nicht reden. Also. Ja, auch interessant, dann haben wir zum Beispiel wegen Goldenes Buch. Ich habe gedacht, Rostock, Hansestadt, Universitätsstadt, habe ich den parteilosen Bürgermeister da am Büro angerufen wegen Eintragung ins Goldene Buch. Ne, als alternativer Nobelpreisträger hat er nicht gewünscht. Das ist sehr gut. Bitte? Frau Breuer steht drin. Ja? Ja, ich habe das angeguckt. Das kommt. Achso, super, danke. Gute Information. Ja, die ist ja auch nicht einseitig. Also wen hatten wir noch hier? Wir hatten Professor Androli hier mit den Damen vom Gesundheitstreff. Also wir haben immer gemeint, diese Veranstaltung mit Partnern gemacht. Das ist ganz wichtig mit den Grünen. Wie gesagt, im Gesundheitstreff haben wir Androli hier gehabt über Glyphosat. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Und letztes Jahr war Professor Bardosch da, also die Frau von Rafat Pustay, das war auch sehr schön, einfach diese Frage Methode der Gentechnik. Ich habe jahrelang immer gedacht, das eigentliche Problem bei der Gentechnik ist die Auskreuzung oder diese Gensequenzen im Essen sind. Ich habe aber irgendwann mal begriffen, das eigentliche Problem ist die gentechnische Methode. Also das ist das Risiko, diese Veränderung der Gensubstanz. Das andere sind alles Folgen. Ja, und dann habe ich hier einen jungen Mann promotet, haben wir eine Tour gemacht hier. Monsanto auf Deutsch. Wir haben es dann Monsanto auf Mecklenburg, haben wir das genannt, an drei Orten. Ich bin zu dem Plakat übrigens nie befragt worden. Nein, nein. Also hier bei Biofrisch waren wir in Teschendorf, dann waren wir in Güstrow und in Stelzhagen. Und seitdem werden wir auch überwacht oder da in der Zeit wurden wir überwacht. Und das waren ganz interessante Abende über das Buch von Jörg Bergstedt. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass wir jetzt den Freisetzungsversuch mit den Fohlen da betreuen und wir begleiten die Klage der einzigen Bürgerin, die klageberechtigt ist. Und wir hoffen, dass wir da Gründe haben, dass dieser ein Jahr haben ihn verzögern können. Das ist auch wichtig zu erwähnen, das vergisst man meistens, dass man auch was verzögern kann durch die Einwendung. Und wir hoffen, dass dieser Versuch dann eingestellt wird, weil wir ganz gute Gründe haben. Ja, verzögern durch Einwendung? Das haben wir ein Jahr das verzögert, weil durch die Einwendung so, mussten ja beantwortet werden. Im Frühjahr hatten sie nicht genug Fohlen und dieses Jahr haben es aber leider angefangen. Und er gilt aber 3 Jahre. Hast du diese ganzen Protagonisten, Inge Brüher hat sie ja schon mal erzählt, Kerstin Schmidt und wie sie alle heißen, auch häufiger mal persönlich kennengelernt? Oder was für einen Eindruck hast du so von denen, die da so Gentechnik machen? Ja, die machen ihren Job gut. Aber was ist ihr Job? Ja, ihr Job ist, Netzwerke zu machen und Gelder ranzuschaffen und da sind sie erfolgreich. Ja. Dass jetzt die Rahmenbedingungen sich verändert haben, das trifft sie. Und ich glaube, sie haben mit dem Widerstand nicht gerechnet. Ja. Also es ging los bis dahin, es gab eine, Backhaus hatte eine PowerPoint-Folie, wo ich derjenige bin, der die Gentechnik-Zug anhalten will. Also es gibt so ein Bild, als die Eisenbahn anfing. Da haben die Leute befürchtet, dass die schwindelig werden und seelische Verwirrung haben. Und Olaf war derjenige, der den Gentechnik-Zug anhalten wollte mit dem Vorpower, den alle wollen, den Zug. Ja, oder als ich gerade sehe, wir waren ja auch mit den gentechnikfreien Regionen und unser Gewerkschafts-Gentechnik-Gute waren wir in Üpplingen und da treffe ich dann einen Abend vor, das erste und letzte Mal Frau Dr. Schmidt und Üpplingen ist das Schaugarten Üpplingen in Sachsen-Anhalt
Und sie fährt dann mit dem BMW vor, wir kommen im Bus hinterher und dann zeigt sie uns ihre zweite oder dritte Arbeitsstätte. Ja, das sind so keine Zufälle. Also ich habe die noch nie getroffen. Ja, soweit. Also was ich ja so aus meiner Perspektive, wenn ich so immer so gucke, warum ist uns das in Mecklenburg-Vorpommern gelungen, so einen doch sehr wirkungsvollen Widerstand zu entwickeln? So ist immer eine meiner ersten Antworten darauf, dass es das einzige Land ist, was ich erlebe, wo es diese Spaltung zwischen den bürgerlicheren Umweltschützern, sage ich mal, und den Leuten, die Aktionen und so gemacht haben, nicht gab. Also dass es da immer so eine Kooperation gab. Es gab ja auch mal Zeiten, wo es Distanzierung gab, jetzt meinetwegen aus Teilen der Grünen oder so etwas, aber das ist irgendwann auch verstummt und inzwischen ist es irgendwie klar, dass diese Vielfalt und diese auch Kooperation, ohne dass man alle Sachen gleich zusammen macht oder sowas, dass die irgendwie akzeptiert ist, ja, zwischen allen. Und ich fand das immer eine ganz, ganz wichtige, tragende Säule von der und eine Besonderheit an Mecklenburg-Vorpommern. Also überall anders. Wir haben ja den anderen Hauptstandort in Sachsen-Anhalt. Da stehen wir weitgehend immer allein. Da sehe ich von den Umwelttabellen so gar nichts. Ja, und das fand ich hier immer total super, dass es hier ganz normal war, dass wir immer miteinander gut klarkamen, auch wenn wir nicht alles zusammen gemacht haben. Also von daher... Ja, da Pressevertreter da sind, ganz wichtig ist natürlich auch, wir haben jahrelang ganz intensive Pressearbeit gemacht. Das ist ganz wichtig zur Information, dass wir das Thema warm hielten oder heiß hielten. Da, dass die Menschen sich informiert haben, dass sie sagen, ja gut, jetzt ist es durch. Es gab ja eine Taktik vor 2-3 Jahren, Backhaus erzählt das überall immer noch, diese 80% ist ja in allen Lebensmitteln, 80% aller Lebensmittel sind mit Gentechnik in Berührung gekommen. Ja, das ist ja dieses Märchen. Die gemerkt haben, die können unsere Argumente nicht entkräften und dann zu sagen, ihr seid viel zu spät. Es ist ja alles schon durch. Ganz interessant, also wie es das geändert hat. Ne? Bis in der Formulierung, dass sie dann gesagt haben, modifizierte, nicht gentechnisch veränderte, sondern verbesserte oder also inhaltlich verbesserte Pflanzen. Ja, ja, aber ist doch schön. Jetzt ist viel zu spät, auch Till Backhaus zu spät. Ja, deine eigene Logik. Genau. Ja. Ja, super. Danke sehr. Und, darf ich noch was sagen? Ja, das ist immer ruhig rein. So. Weil Herr Roloff eben hier so, wie transportieren wir das über die Medien mit angesprochen hat. Ich bin von der Ostsee-Zeitung. Das ist mein Name. Herr Roloff, wir hatten alle eigentlich leichtes Spiel miteinander. Denn nicht nur Sie waren offen und haben Dinge organisiert, auch die Protagonisten der Gentechnik, Frau Brohr und Frau Schmidt, sind die Dinge ja sehr selbstbewusst angegangen und haben auch zu vielen Presseterminen eingeladen. Das war für uns insofern immer eine offene Plattform. Die haben auch nicht geblockt, die wollten auch nichts im stillen Kämmerlein machen, weil sie sich ja auf der sicheren Seite sahen, mit dem Land im Rücken und überhaupt mit der ganzen Welt im Rücken, weil nur Deutschland hatte ja noch nicht begriffen, dass nun dringend Gentechnik vorangebracht werden musste. Und dadurch war es dann auch in der Öffentlichkeit eine Art Ping-Pong-Spiel. Ja. Ne? Es waren immer wieder irgendwelche Dinge, die sich angeboten haben, auch darüber zu schreiben. Ist aber so, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen, die haben sich, ich fand, dass sie sich in den letzten Jahren dann so ein bisschen zurückgezogen hat. Ja, sie antworten nach wie vor auf Anfragen. Ah ja, okay. Ja, ja, also ich habe heute Frau Schmidt angerufen und sie gibt Auskunft. Aber so richtig öffentlich treten sie sich nicht zurück und sagt, auf, ne? Ja gut, mit Frau Professor Brohr haben nachher irgendwann die Pressegespräche, die sind irgendwann ausgelaufen, weil dann auch nicht mehr so die großen Versuche kamen. Ne? Also es hat dann ja... Das eine war mal ein Abendtermin, kann ich mich erinnern, da kamen Sie auch noch mit dazu. Ja. Okay, danke sehr und ich hoffe, diese Kooperationsverbindungen bleiben so erhalten. Ja. So, dann passierten Sachen, die mehr mit diesen Versuchsfeldern dann nur originär zu tun hatten. Also da wurden, manche werden ja mitgekriegt haben, es gab dann so auch Demonstrationen rund um diesen G8-Gipfel, der ja irgendwann mal hier gab. Und dann passierten Sachen wie Feldbefreiung oder so etwas, über die wir hier nicht offen reden können. Aber ich würde jetzt gerne mal die beiden Nachbarinnen des Feldes hier zu mir bitten, weil ich mir vorstellen kann, nein, erstmal euch beiden dort. Nein, 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 Andreas und Ute will ich haben. Die da direkt wohnen und deshalb wahrscheinlich am allermeisten von uns mitbekommen haben von all dem, was da passiert ist. Und zunächst einmal, wir können uns auch wieder so
Ja, dass ihr vielleicht nachher, vielleicht streitet ihr euch und so, da muss ich da ein bisschen aufpassen. Wann habt ihr denn von all dem mitgekriegt? Ja gut, ich muss mal auf das zurückkommen, was Frau Kampf sagte. Also 2006, als dieser Rapsversuch stattfand und die Demos dort waren. Aber für uns persönlich war das noch so eine Zeit, so voll im Stress, immer Arbeit, Kinder und so weiter. Dann ging das weiter 2007, 2008 mit den Kartoffelfeldern von an der B110, wo man das immer im Vorbeifahren wahrgenommen hat. Und Anfang 2009 rief uns plötzlich Frau Kampf an und fragte uns, ob wir nicht irgendwie was wüssten, wo man eventuell Gerste anbauen könnte, weil dort und dort sei ein Gerstenversuch geplant. Und wir kriegten erstmal totale Panik, weil das genau unser Nachbargrundstück war. Und dann haben wir uns erstmal die Karten wieder rausgekramt und geguckt, und das war wirklich so, dass eben eins der Nachbargrundstücke das war. Dann haben wir uns schnell diese Unterlagen besorgt zum Einsicht nehmen und mitbekommen, dass das genau in den, also an den drei Wohnhäusern in Sagerheide geplant ist, offensichtlich. Und ihr wusstet das da noch gar nicht, dass dieser Garten, dass dieses Hauptversuchsgelände, das war ja unten an der B110, und jetzt sollte es zu euch verschoben werden. Und ich sag mal, für uns war das so eine Zeit, wo man sich damit beschäftigt hat, zwar so Stück für Stück erstmal, aber eben nicht sehr tiefgründig. Also wir wussten noch nicht viel über Gentechnik. Nee, auch nicht. Im Gegenteil. Also dann kam sicher mal, zum Beispiel kam dann mal der NDR vorbei und hat mal so eine Umfrage gemacht, wo man dann sich dazu geäußert hat und sicher seine Bedenken hatte und gesagt hat, also gut, halten wir das nicht, da kann nichts Gutes rauskommen. Aber man hatte sich jetzt noch nicht intensiv damit beschäftigt und ich will jetzt nicht sagen, wissenschaftlich das nicht, aber mal irgendwie tiefgründiger irgendwie mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und das kam dann eben erst ab 2009, weil, wie gesagt, Anfang des Jahres kam die Anfrage, ob wir nicht jemanden kennen würden. So, wir kannten dann da niemand, und es stellte sich ja auch raus, dass sämtliche Flächen um uns herum alle zum Agrobiotechnikum gehörten. Also da war garantiert kein Bauer oder irgendwie zu finden, der jetzt Gerste anbaut. Also haben wir gesagt, okay, dann machen wir in unserem Garten Gerste. Aber wir sind ja keine Bauern, wir haben ja keine Ahnung davon. So, ja. Da hat uns dann die WI ganz toll unterstützt und mit uns zusammen so 100 Quadratmeter Gerste vorbereitet und ausgesehen und alles gemacht. Ja, genau, der Ulmkrug aus Dagun hat uns das Saatgut gegeben, und das war auch alles schön, weil mit diesem Gerstefeld haben wir uns eingebildet, wir könnten dann einen Einspruch beim BVL machen. Ne? Wir sind hier in unmittelbarer Nachbarschaft, so, und die Antwort vom BVL lautete dann, also der Sicherheitsabstand ist von 50 auf 100 Meter zu erhöhen, was ja bei 23 oder 46 Hektar Versuchsfläche kein Problem ist. Also wurde das Feld eben ein paar hundert Meter weiter versetzt. Und die Antwort war, also wenn wir einen wirtschaftlichen Schaden zu erwarten haben, dann könnten wir ja den Schaden nachweisen und zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Das heißt, ich muss also meine Gerste untersuchen lassen, kann dann sagen, gut, jetzt habe ich einen Verlust von 53 Euro noch was, und dann kann ich die zivilrechtlich einklagen. Also sehr ernüchternd über dieses ganze System und über dieses Gentechnikgesetz und diese Gebaren des BVL. Aber es passierte Folgendes: am 3. April war plötzlich, also unsere Tochter ist die erste gewesen, die immer aufsteht, und das Licht im Bad ging an und unten klingelte es an der Tür, und wir wurden gefragt, ob wir so lieb wären, Tee und Kaffeewasser zur Verfügung zu stellen, weil auf dem Feld hinter uns eine Besetzung stattfand. Und das fanden wir natürlich spitze, weil, also ich sag mal, wir sehen das jetzt nicht als Straftat an, wie das hier so gehandhabt wird, wobei der Straftat bestand sich eh nur auf Sachbeschädigung, also eines Zaunfeldes, und auf Hausfriedensbruch beschränkt, aber ich sag mal, Hausfriedensbruch kann man sich nur drüber streiten, wenn da ja immer Transparente dranhängen, wir laden eins am Tag der offenen Tür, ne? Und insofern, ich sehe das als eine Form der Demonstration oder des einer Meinungsäußerung, so einer Aktion. Und wir haben dann natürlich sehr bereitwillig Kaffee und Tee gekocht und auch gesagt, in dem Augenblick, wo die Aktivisten, die dort auf dem Feld diese Besetzung machten, die Polizei war schon vor Ort mit 16 Fahrzeugen, kriegen alle Aktivisten den Platzverweis. Das heißt, sie müssen sich 2,5 Kilometer vom Tatort entfernen. Und ca. 20 Aktivisten. Ja, und davon waren 8 ungefähr angekettet, so, dass die natürlich dann nicht mehr mitbekommen, was auf dem Feld passiert. Und da haben wir gesagt, okay, ihr könnt hier bei uns auf dem Grundstück bleiben, da habt ihr gute Sicht, und dann
könnt ihr euch hier auch versorgen und so weiter. Das ist alles voll in Ordnung. Also muss man ja nochmal dazu sagen, euer Grundstück liegt wirklich so ein Meter hinter Linie an Linie mit dem Versuchsacker. Also wir haben, wir hatten vorher schon noch mitbekommen, dass dieses Versuchsgelände dort wirklich stattfindet, weil man guckt dann früher aus dem Bad und denkt, ups, was sind das für Leute, die dort Zäune aufbauen. Ne, also die haben dann da diese 46 Hektar mit so einem Maschendraht komplett eingezäunt und ab dem 1. April standen dort zwei Wachschütze. Ein Klaus-Ferdinand-Haus und ein buntes Häuschen. Aber geredet vorher hatte mit euch niemand? Mit niemandem. Eines Tages der Zaun. Das stand einfach alles da. Also der Zaun stand da, die Wachleute waren da und die liefen im Prinzip immer die Runde auf der Dorfstraße lang. Da hatte man sie vorm Haus und dann liefen sie hinten auf dem Feld lang, da hatte man sie hinterm Haus. So, und es war auch so, also wir haben dann sind schon losgegangen und haben geguckt, ob da irgendwo Kameras installiert sind, weil es war wirklich immer so, wenn ein Auto bei uns hielt und das passiert halt, wenn Kunden kommen und so weiter öfters, stand plötzlich der Wachmann auch da und guckte, ne, was, wer und wie mit welchem Auto kommt und was das für Leute sind. Das hat sich bis das ganze Jahr 2009 über so gestaltet. 2010 gab es da eine Veränderung, da hatten wir dann stündlich die Polizei auf der Straße vorm Haus. Und den Wachschutz nur noch hinterm Haus. Also die hatten offensichtlich Order bekommen, dass sie uns im Dorf ein bisschen in Ruhe lassen sollen. Aber da standen sie halt eben immer hinter den Häusern. Ne? Und dann wurde ihnen auch in 2010 noch der nette Clown-Ferdinand-Wagen weggenommen. Und da kriegten sie, ich habe dann immer gesagt, einen FGU-Fahrgastunterstand. Das war so ein Glashaus. Also da mussten die dann Tag und Nacht in diesem Glashaus verbringen. So langweilig. Oder Streife laufen. Ne? So, aber um zu der Besetzung nochmal zurückzukommen. Also die Besetzung fand da statt. Wir hatten uns bereit erklärt, dass die Leute auf dem Grundstück bleiben können. Und damit hatte die Polizei keine Handhabe, die Leute zu verhaften. Und bei uns Platzverweise brachten gar nichts mehr, weil das ein Privatgelände war. Und also die Polizei, das war schon ganz gut überlegt von euch. Und bei uns fanden dann eben auch diverse Verhandlungen statt. Also was weiß ich, da war zum Beispiel von dem einen Aktivisten das Kind in Gewahrsam genommen worden. Und da wurde dann eben verhandelt, wer holt jetzt das Kind ab? Kann der Vater sich da überhaupt hinbewegen, ohne dass er gleich wieder einkassiert wird? Da hat sich übrigens auch der Pastor Voss eingebracht, den wir da zugeholt hatten, weil es immer wieder, die Polizisten wussten nicht, wer zuständig ist. Also sie standen vor der Tür, aber waren nicht in der Lage zu sagen, wenn der jetzt rausgeht, nehmen wir den fest oder nicht. Ja? Und da versuchten wir, beziehungsweise Herr Voss, dann immer zu vermitteln und rauszukriegen, wer von denen zuständig sein könnte und jetzt sagen könnte, der darf gehen oder der darf nicht gehen. Ja, dann bleibt er eben bei uns. Ne? Aber es war schwierig, es war das erste Mal für die Mecklenburger Polizei. Genau, also für die Polizei war es schwierig, für die Feuerwehr war es auch sehr schwierig, weil die Feuerwehr wurde dann gerufen und sollte den Tripod beräumen. Und das war so ein Turm, viele Meter so hoher Turm, auf den sich Leute oben festgekettet haben? Ja, genau. Und dann kamen die da mit ihren Gerätschaften, die eigentlich für sowas völlig ungeeignet sind. Da gab es wohl auch eine ziemlich heftige Diskussion. Die eine Feuerwehr hat sich dann geweigert, das durchzuführen. Dann hat es die nächste Feuerwehr gemacht. Und da nochmal eine nette Anekdote dazu. Da hat dann natürlich auch die Firma Biovati komplett sich in die Nesseln gesetzt, weil der Dank für diese Aktion der Feuerwehr war dann, dass sie Kastrierung gebracht hat. Das fanden die Feuerwehrleute dann auch wieder nicht schön. Und ja, also da gab es schon viele Diskussionen und die haben auch gesagt, sie machen sowas nie wieder, also sie brauchen nicht mehr anzurufen. Ja, und was eben dann, also über den ganzen Tag über fand dann die Beräumung statt auf dem Feld und das fanden wir dann natürlich sehr toll, dass die Aktivisten, die dort waren, dann beschlossen hatten, dass sie in Sageheide eine 14-tägige Mahnwache machen wollten. Und gesagt haben, wir bleiben jetzt noch hier und bauen hier unsere Zelte auf und versuchen mit Infotischen Leute anzusprechen. Und das haben wir dann genutzt und hatten nochmal so eine Informationsveranstaltung vorbereitet, wo wir dann auch hier dank Biofrisch Informationen verbreiten konnten, ne, mit Handzetteln. Die Kinder sind noch los, haben die Zettel in Sahnitz und Pohlendorf und Großwüsewitz verteilt. Ich glaube, da haben wir dich dann auch kennengelernt. Ne? Du kamst ein paar Tage später. Genau. Ja. Das muss irgendwie 19. oder so in dem Dreh rum 19. April gewesen sein. Ne? Da haben wir uns dann kennengelernt und das war so der Anfang. Und ich glaube, du hattest den Eindruck, dass wir nicht sehr optimistisch waren. Also wir haben gesagt, sicher müssen wir tun, 2009 war das alles. Man muss tun, was zu machen ist, aber eigentlich hat mir nicht viel Hoffnung, dass das zu einem
dass es heute mal, dass es so einen Tag jetzt geben würde, ja, wo so nicht nur Mecklenburg, sondern Deutschland gentechnikfrei war. Aber wir haben gesagt, okay, man müsste trotzdem was tun. Das war, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich eventuell nur aus taktischen Gründen anderer Meinung war als ihr. Ja, ich kann mich erinnern, da hast du noch Filme vorgeführt. Man irrt sich gerne, oder? Man irrt sich an solchen Punkten doch gerne. Das sind viele, die sagen, ja. Ein Film, da kam, glaube ich, auch an dem Tag sehr weniger, aber wir haben dann beschlossen, wir als Familie waren schon mehr als drei, also musstest du das, den Vortrag halten. Genau. Und da zeigtest du uns, was woanders so möglich ist, in Bayern und so. Und ich glaube, das hat auch noch ein bisschen den Blickwinkel verändert. Also, ja. Aber so diese Zeit, das war für uns dann so der Punkt, wo wir sagten, mein Gott, Arbeit, Kinder und so weiter, du musst jetzt mal anfangen, irgendwo dich zu informieren, wo man dann so Stück für Stück hinter Beschlagen kommt, wo man natürlich dann auch manchmal ganz schön enttäuscht ist und wütend wird und sagt, oh Gott, hat das Sinn, aber wir sind ja Gott sei Dank auch zu zweit, wo dann, wenn der eine mal irgendwie durchhängt, der andere den dann wieder aufmuntert und ja, wir sind wir dran geblieben. Ich würde gerne nochmal bei den Feld... Besetzungen bleiben, denn ich glaube, ihr habt gar nicht. Nee, eben nicht. So. Ich glaube nämlich, dass die erste Feldbesetzung ihr gar nicht mitgekriegt habt. Den ersten Versuch, wie auch immer. Und da würde ich jetzt, das wäre dann die letzte Person, und dann machen wir eine leckere Pause. Und dann würde ich mit euch aber noch dann weitermachen. Was denn? Dann kommt da noch spannende Thema. Was habt ihr denn von den Feldbefreiungen mitgekriegt? Das war ja immer sehr. Aber das war ja dann später. Dann würde ich die Johanna bitten, nach vorne zu kommen. Ja. Die, ihr könnt ruhig hier bleiben, weil ihr ja manchmal teilweise auch gleiche Erlebnisse habt. Du warst nicht nur 2009 dabei, sondern du warst schon 2 Jahre vorher dabei. Ja, 2007 bei dem ersten Versuch der Genfeldbesetzung mit dem legendären Bild-Zeitungsartikel, der hinterher entstand. Oder hier auch das, was auf dem Einladungsplakat drauf ist. Mhm. Genau, das mit den Ökos wollten Genfeld besetzen. Also ist ein großartiger Artikel tatsächlich. Genau, das war mir auch so ein bisschen die Zeit, die mich so politisiert hat tatsächlich. Also ich habe irgendwo Leute kennengelernt, die meinten, naja, wir wollen das gegen Gentechnik machen, wie zum bei dir aus. Und ich war da noch, also es war noch vor meinem Abi, hatte auch keine Ahnung von irgendwas, habe gesagt, ja klar. Und ja, schwuppdiwupp hing ich dann so mit so ein paar Leuten rum, die auf einmal dachten, wir besetzen so ein Feld. Und ich habe bei den Vorbereitungen auch sehr viel und wir haben dann eben... genau, waren halt schon sehr lange vorher hier in Rostock und haben halt Sachen vorbereitet und haben dann eben diese erste Feldbesetzung versucht, die im Endeffekt leider, also wir waren fertig, wollten eben auch so ein dreibeiniges, so ein Turm auf dieses Feld stellen. Das war quasi, wenn man nach Sageheide fährt, noch vor dem Kuhstall. Also dieses links unter diesem Strommast. Genau, direkt bei dem Strommast, der da drauf steht. Und hatten alles vorbereitet und unsere Taktik war eben, dieses Dreibein, was man so auf den Boden legt, was dann hochgezogen werden muss, was so aus Baumstämmen, die so 18 Meter hoch waren, entstand. Also wirklich unglaublich groß. So sieht sowas aus, ne? So ein Dreibein. Genau, das hochzuziehen. Das ist jetzt vom Braunschweiger Feld 2000 und irgendwann, aber... 2008. Nee, 9, ne? Nee. Braunschweiger? 2009. Ja, na gut. Aber ist egal. Ja. Sieht trotzdem so aus. Ja. Auf jeden Fall hatten wir halt vor, dieses, also eine sehr schöne Anekdote tatsächlich, wir hatten halt vor, dieses, den Turm mit einem Auto hochzuziehen. Also wir hatten so einen quietschbunten Laster dabei, um das halt dann hochzuziehen, weil das nicht per Hand machbar war. Den hatten wir irgendwo anders abgeparkt, haben dann später herausgefunden, dass da die Nachbarn diesen Laster entdeckt haben und dachten, das Ding ist aber komisch, haben die Polizei gerufen. Die Polizei ist dann an der Straße entlang gefahren, wo wir alles aufgebaut haben, also hatten alles so auf dem Boden flach liegend, haben dann halt die Polizei gesehen und uns ins Gebüsch geschmissen. Die Polizei fuhr vorbei und wir dachten uns, na gut, dann versuchen wir es jetzt dann halt weiter. Wir hatten dann auch schon dem Laster das Okay gegeben per Funken, dass die jetzt kommen könnten. Und dann sahen wir das Polizeiauto wieder zurückkommen, schmissen uns alle wieder in den Graben. Und dann passierte das, weil wir hinterher mitgekriegt haben, weil sich Polizisten unterhalten haben, dass der eine Polizist aufs Klo musste. Der musste halt mal, da haben sie angehalten, direkt da, wo wir waren. Wir hatten vorne an der Wir lagen auch tatsächlich alle ziemlich weit hinten im Gebüsch und es wäre auch alles nicht weiter dramatisch gewesen, wenn wir nicht vorne an der Straße einen Spaten in der Erde gehabt hätten, was unsere zum Auspendeln, Markierung, wo das Seil hin muss, war.
dann haben sie diesen Spaten gesehen, sagten nicht, huch, das ist aber komisch, dass hier nirgends irgendwie in der Pampa so ein Spaten rumsteht. Und haben dann mal, naja, man muss sagen, sie wussten damals schon, ich war ja auch da, aber sie wussten schon, weil sie, dass dieser Laster wurde dann bewegt, woanders hingestellt. Und das haben sie, irgendwann haben sie den durchsucht und haben Ankettvorrichtungen gefunden und haben die richtig interpretiert, dass hier irgendeine Aktion läuft, gegen was auch immer, und suchten mit mehreren Einheiten im Gelände rum, was hier eigentlich wohl gerade passiert. Wussten aber halt trotzdem überhaupt nicht, worum es geht, und fanden dann eben diesen Spaten, holten die Taschenlampe raus und leuchteten aus dem Acker, und dann lagen da halt so drei Leute relativ vorne bei dem Spaten, weil die eben das Seil gerade ausgerichtet haben, die dann entdeckt wurden, und damit war dann halt unsere Versuch gescheitert. Was wirklich schade war, weil wir hatten eine perfekte Bedingung, es war total nebelig. Wir sind dann alle, haben uns halt in den Nebel reingeschlagen. Und das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich definitiv im Kreis gegangen bin. Das weiß ich noch. Wir wollten von da wegkommen und ich war irgendwann wieder auf dieser Fläche und dachte mir, Scheiße. Es war so neblig, dass du nichts gesehen hast. Das war 2007. Das war 2007. Ja, und dann haben wir das nämlich insofern mitbekommen, weil 2007 war ja im Rahmen des G8-Gipfels eine Demo in Lüsewitz geplant. Dann später, ja. Und das führte nämlich dann wahrscheinlich dazu, dass sie dort das komplette Kartoffelfeld mit Polizeiautos umstellt hatten. Ja, genau. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also es war halt auch alles kurz vor dem G8. Wir haben auch, also in dieser Nacht waren auch sehr viele, also wir sind dann halt, ich bin auch durch den Nebel mit jemand anderes, haben dann irgendwann halt unseren bunten Laster wieder gefunden, dachten uns, oh großartig, wir haben irgendwas gefunden, um uns zu orientieren, sind da eingestiegen und hatten dann auch ziemlich schnell, also wir hatten halt einen großen Laster mit einem Bauwagen dahinter und noch einen Laster mit Bauwagen, also auch sehr auffällige Gefährte, sind dann mit denen weg und die Polizei hinter uns her, weil die wollten ja auch wissen, wo wir denn nun herkamen, was wir denen nicht erzählt hatten. Und ein Auto hat es tatsächlich geschafft, sich im Nebel abzusetzen. Irgendwann fiel der Polizei dann auf, oh Gott, da fehlt ein Auto. Was schon ganz schön gut ist mit so einem, also mit Laster, der halt 15 fahren. Und wir sind dann halt, also ich saß im Laster, die immer noch die Polizei hinter uns hatte, wir sind dann wieder nach Rostock rein, haben uns in den Hafen geparkt, weil sie uns irgendwie rausgebunden haben. Haben uns dann kontrolliert, wollten sie Personalien haben, die haben es ihnen dann noch gegeben, und dann hieß es, wir würden die Personalausweise nicht wiederkriegen, wenn wir nicht sagen würden, wo der Laster wäre. Ja, der gehört denen ja sowieso, der Personalausweis. Also es war halt dieser quietschbunte Laster, der halt mit dem Bauwagen gewesen ist. Und die hatten halt irgendwie mitgekriegt, dass da auch noch Leute eingestiegen waren und wollen natürlich auch die Personalien von allen anderen haben. Und genau, daraufhin standen wir da auf dem Parkplatz und dachten uns, na gut, wir haben Zeit. Da ist dann zu viert in diesem Auto drin und haben so ein bisschen rumgesessen. Ich musste dann irgendwann aufs Klo und meinte dann zu dem einen, ob ich denn mal aufs Klo gehen könnte, zu der Tankstelle da drüben. Dann meinte der Polizist auch wieder zu mir, wenn ich ihm denn sagen würde, wo der Laster wäre, dann guckte ich ihn an und sagte, keine Ahnung, wo der hin ist. Und in dem Moment fuhr tatsächlich dieser quietschbunte Laster auf der Rückseite der Polizei vorbei. Weiß ich nicht. Ich war dann halt weg und ich durfte dann nach Diskussionen doch aufs Klo gehen. Und wir haben dann auch sehr viel Spaß gehabt, weil wir dann immer so mit, fahren wir los, ja okay, alle eingestiegen, angeschnallt, dann sagen wir mal, die Polizisten alle einstiegen, sich anschließen, Motor anmachen, wir haben Motor angemacht, 3 Meter vorgefahren, wurde wieder ausgemacht. Damit haben wir uns dann ein paar Stunden aufgehalten, bis die tatsächlich irgendwann einfach keine Lust mehr hatten und uns haben ziehen lassen. Mit Ausweis. Ja genau, die Ausweise haben sie irgendwann auch wieder gegeben, die sie dann irgendwann verstanden hatten, dass es wohl einfach nichts richtig bringt. Es gab ja dann noch einen zweiten Versuch. Also tatsächlich, wir haben uns dann ja irgendwo zusammengerottet und haben versucht, das Material zu reorganisieren und haben noch 4 Tage vielleicht später einen zweiten Versuch gestartet, der auch schief ging. Ja, genau. Also es gab noch so einiges anderes zwischen. Wir hatten halt tatsächlich diese, durch den ersten Versuch sehr viel auch an Material, also gerade so Klettermaterial, was wir brauchten, um auf diesen Turm zu kommen, was halt weg war. Und es erschien halt am nächsten Tag der großartige Bild-Zeitungsartikel, wo auch so Sachen drin standen, was ich super fand, mit, dass die Ökos davon gerast wären vor der Polizei, wo ich dachte, ja genau, 2 LKWs und Bauwagen und 15 km/h sind davon gerast. Also wirklich sehr schön der Artikel, aber durch diesen Bildzeitungsartikel wusste einfach ganz Rostock von uns. Also jeder wusste, dass es diese Feldbesetzung gab. Und daraufhin sind wir am nächsten Tag dann oder ein paar Tage später auch in alle Kletterläden gegangen und haben gesagt, ey, hier, habt ihr den Artikel gelesen, die Ökos, das sind wir. Wir brauchen Klettermaterial, was habt ihr da? Wir brauchen das, 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 und wir haben halt fast überall Rabatte gekriegt, unterstützt uns. Also das war super cool. Also es hat echt unglaublich gut funktioniert. Also
Wir haben danach dann auch noch, oder es gab noch mehrere Aktionen. Ich musste nach der ersten Besetzung wieder zurück, weil ich... Das musst du ja auch noch erzählen, weil ich habe ja, wir haben uns das erste Mal begegnet und das Einzige, was nach dieser ersten Begegnung von mir hängen blieb, war dein Abitur. Ja. Genau, ich habe nämlich am Tag nach dem, also es war immer so, mit den Terminen von dieser Besetzung, weil ich auch in der Planung dabei war, war das so ein, okay, es geht, ich muss am nächsten Tag dann halt sofort fahren, weil ich muss Abi schreiben. Und ich habe mich in den Zug gesetzt, bin nach Lüneburg, wo ich eigentlich herkomme, gefahren, habe Abi geschrieben und da war noch, als ich halt weggefahren bin, war noch nicht klar, passiert noch was in Rostock, machen wir noch was oder nicht. Und ich bin aus dieser Klausur raus und mein Handy angemacht und habe halt angerufen und mit dir telefoniert, das weiß ich noch. Und du standst gerade vor dem Agrobiotechnikum, zwei Leute oder eine Person war oben auf den Turm raufgeklettert. Weil wir hatten im Ort weiter, wir sind sofort auch dann in den Ort, genau. Haben im Ort viele Aktionen gemacht, unter anderem haben wir diesen Turm immer erklettert, was die Polizei immer total kirre gemacht hat. Dieser große Funkturm, der auf dem Gelände, der gehört zwar nicht zum Gelände dazu, aber dann haben wir oben immer ein Transparent aufgehängt. Das ist sehr aufwendig, das wieder runterzuholen. Wie war das Abi gelaufen? Das kommt da jetzt noch. Aber genau, das war meine erste Abi-Klausur. Ich bin dann, nachdem ich dann gehört hatte, ja, wir stehen hier gerade vom Agrobiotechnikum, ist ganz viel Polizei da und auch andere Leute und wir machen halt hier Info und so ein Krams, dachte ich mir, oh ja, das lohnt, habe mich wieder in Zug gesetzt, bin wieder nach Rostock hochgefahren. Und dann hatten wir, genau, dann haben wir verschiedene Aktionen auch in verschiedenen Orten gemacht und haben uns überlegt, okay, wir wollen das mit der Feldbesetzung nochmal versuchen. Und dann war halt auch klar, naja, irgendwie zeitnah, solange noch viele Leute da sind. Und bei mir war das dann schon wieder, ja, ich bin dabei, ich muss am nächsten Morgen halt fahren, weil ich schreibe Abi. Und haben dann nochmal versucht, das Feld zu besetzen. Und ich saß im ersten Auto, oder wir saßen im ersten Auto, was quasi dann von Rostock Richtung Zeigerheide gefahren ist. Und wir sind dann halt im Wald und saßen dann auch stundenlang im Wald. Und eigentlich war geplant, wir hatten ein Auto zum Shutteln, dass immer so nach und nach Leute kommen. Und wir wurden dann wohl anscheinend so sehr gut überwacht. In der Zeit auf jeden Fall, das zweite Auto ist noch angekommen. Ich bin mit dem ZDF-Team gekommen, das ist ja mit dabei gewesen. Und dann saßen wir da so rum und es passierte gar nichts mehr. Und dann bin ich mit dem ZDF-Team zurückgefahren. Und wir haben auf der Rückfahrt gesehen, dass sie in Brodersdorf quer über die Bundesstraße eine Polizeisperre aufgebaut hatten und da kam niemand mehr durch. Genau. Dazu möchte ich zu niemand mehr durch, möchte ich was sagen. Also mein Mann, der hat einen Geländewagen und hat sich so einen Aufkleber besorgt, Jagdaufsicht. Aha. Auch in der richtigen Richtung. Also wir sind auch durchgekommen, weil wir kamen ja dann von der anderen Seite. Nee, nicht weil von Rostock aus Richtung. Quatsch, wie heißt das da? Großfeinholz, von da hinten. Aber in Richtung Rostock. So rum kann man ja sowieso durch. Also aufgehalten haben sie die nur von Rostock kommen. Raus kam man. Weil sie ja wussten, dass wir in Rostock stationiert sind. Also die wussten auch, wir haben halt in der Schule, wo das Conversion Center für den G8 war. Also ich bin nicht erst einfach von hinten an Sagerheide rangefahren. Entweder über Großfreienholz. Achso, ja, da standen sie sowieso nicht. Nee, die standen auf der Besen 110, genau. Einmal so quer über die Straße. Und dementsprechend saßen wir halt die Nacht über im Wald und haben dann irgendwann morgens halt auch entschieden, na gut, das wird wohl alles nichts mehr. Und sind dann halt Richtung Zug marschiert, haben dann tatsächlich auch, sobald wir auf der Bundesstraße waren, haben wieder die Polizei getroffen. Die waren halt, weiß nicht, so vier Leute oder sowas. Und haben dann aber auch, also die haben uns dann, was wir denn hier täten und so, und wir sind halt zum Zug gegangen und sind wieder nach Rostock zurückgefahren. Und ich habe mich wieder in den Zug gesetzt und bin dann hingefahren und gefahren, habe Abi geschrieben und ja. Und jetzt war die Frage von ihm, hat das mit dem Abi geklappt? Ja, es hat tatsächlich mit dem Abi geklappt. Also ich behaupte, es ist keine Glanzleistung gewesen, aber ich habe das Abi bestanden und ich glaube, es wäre auch anders nicht besser gewesen. Also das ist ein Beweis, dass man zur Vorbereitung des Abis ruhig auch mal Genversuchsfelder besetzen kann. Auf jeden Fall. Ich behaupte tatsächlich, also wenn ich gemerkt habe, wie zitterig Leute aus diesen Klausuren rauskamen, nach 6 Stunden Klausurschreiben, und ich ging da halt raus und dachte mir, ich fahre wieder nach Rostock und setze Feld. Ich hatte in den Tagen einfach durchaus weit spannendere Dinge erlebt als eine Klausur. Aber zur Rehabilitation muss man ja sagen, dass ihr auch später den richtig gut hingekriegt habt. Ja, ne? Ja. Also sonst hat man den Eindruck, naja, gut, sie probieren es. Das muss man sowieso sagen, vielleicht zum Abschluss und dann machen wir, denke ich, eine leckere Pause und dann würde ich mit euch gerne noch weitermachen. Und haben auch noch viel zu erzählen. Ne? Ja, alle haben ganz viel zu erzählen. Auch nichts dagegen, wenn jetzt noch irgendwas ist. Aber das muss man sowieso sagen, diese Geschichte von Groß-Lüsewitz ist von daher auch nochmal bedeutend. Wir waren ungefähr 30 Leute, die es sehr intensiv vorbereitet haben. Wir haben uns ein Know-how angeeignet. Wir haben uns dann da später zusammengesetzt und gesagt,
eigentlich war, wir waren ein bisschen technisch, wir haben es klar gehabt, dass wir technisch überspannt haben. Wir hatten zu viel Material dabei und so, das hat uns eigentlich ein bisschen gehemmt. Wir haben danach die Türme immer so konzipiert und trainiert und mit Sachen irgendwie gearbeitet, dass wir sie mit Hand aufrichten können und nicht mit Maschinen gearbeitet haben. Und es war dann eigentlich so, dass wir im Laufe des Jahres 2007 immer entschlossener wurden, immer mehr, dass wir das Jahr 2008, da sollte es richtig losgehen. Und wir haben dann uns aufgeteilt und haben uns quasi so selber so, wir schaffen drei Felder zu besetzen. Und dann kam das Jahr 2008, wir haben dann am Anfang des Jahres 2008 eine Aktion bei den komischen Bundesgenehmigungsbehörden und bei verschiedenen anderen gemacht, haben da diese Zeitung rausgehauen als Massenzeitung. Endlich, Deutschland wird jetzt auch gentechnikfrei 2008, also war schon ein bisschen dick aufgetragen. Aber es haben uns auch reichlich Leute für bekloppt erklärt. Am Anfang dieses Jahres, am Ende des Jahres hatten wir zwar das nicht erreicht, aber wir haben drei Feldbesetzungen vorbereitet. Und was schätzt ihr, wie viele davon haben wir geschafft? 7. Oh. Und zwar so, weil wir haben die drei gemacht und sie waren alle erfolgreich. Und dann haben alle Teams sich noch ein zweites Feld vorgenommen. Die waren dann nicht mehr alle erfolgreich. Und dann ein Team ist neu entstanden, die das beobachtet haben. Und so haben wir 2008 7 Feldbesetzungen gemacht. Und ohne dieses Üben und dieses Motiviertwerden in Groß-Lüsewitz hätte es das so nicht gegeben. Ja. Okay, guten Appetit und bis gleich. Aber ich habe noch einen Eindruck. Jetzt müssen wir das, schleppen wir das irgendwie rein, oder? Ach, das steht. Das ist hier nebenbei, hier nebenan ist was zu essen aufgebaut.